Hallöchen zu einer weiteren Folge von The Evil Within und wir sind noch immer im Dorf der Verdammten und müssen uns hier irgendwie durchkämpfen. Wie? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns jedenfalls mal um. So, und rein theoretisch sollte das die Tür sein, durch die wir vorhin nicht durch konnten. Sieht zumindest danach aus. So, hier ist nix. Mein Revolver ist gezückt. Da höre ich schon wieder das, was ich gar nicht hören will. Okay, da ist wieder die Falle. Ach, die geht in die Richtung auf. Dann bewege ich mich hier mal nicht weiter. Da gehe ich lieber hier durch. Auch wenn wir hier Zombie-Teile entgegenbaumeln. Ist mir doch immer lieber, als aufgespießt zu werden. Oh, Blitzi. Da steht einer. Okay. Okay, von da hinten sind wir auch schon mal rausgekommen. Da gehe ich dann nicht nach hinten, dann bewege ich mich mal hier nach oben. Gott, wenn der Typ endlich mal die Fresse halten könnte, wäre ich sowas von glücklich. Der Doktor ist ja da hinten ins Haus rein. Das müssen wir uns merken. Ah, da hängt wieder mal eine Bombe. Hier haben wir eine Flasche, die nehmen wir mal mit. Ich bin voll, verdammt nochmal. Muni. Da liegt noch mehr. Nein, das sind Streichhölzer. Na, nehmen wir doch auch mit. Die habe ich immerhin ein bisschen aufgebessert. Was geht denn hier? Okay, hier kann ich nur aus dem Fenster gucken. Sehe hier irgendwas Besonderes, mal abgesehen von den einen bescheuerten Typen da drüben? Eigentlich nicht. Na dann wieder zurück. Dann machen wir mal das hier platt. Nice, noch mehr Munition. Ist der Typ irgendwo hier drin? Ja, da unten ist er. Da sehe ich eine Bombe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir den irgendwie platt machen müssen. Aber vorher umgucken und vorher überhaupt mal das komplette Dorf von anderen Bedrohungen säubern. Na, versuchen wir nochmal entschärfen. Wunderbar, funktioniert. Dann kann ich ja auch mal hier hoch. Ah, das ist ja wirklich der von Anfang. Ach, du heilige Scheiße. Naja, zum Glück habe ich in der Zwischenzeit immerhin schon mal eine Knarre. Das hilft mir, glaube ich, schon mal ein bisschen bei ihm. Wow, 1000. Und noch so ein Teil. Bam. Ein Schlüssel. Kann ich auch irgendwie runterrutschen, dass das schneller geht? Okay, ich kann mich einfach fallen lassen. Noch mehr Us. Und eine Granate, da sage ich auch nicht nein. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Tja, da hat sich wohl irgendwie ein Souvenir vom Krieg mitgenommen, hä? So. Muss ich... Moment mal, muss ich dir das Ding zuordnen, wo ich was hinhaben will? Tatsache. Okay. Ja, die können wir hier lassen. Da liegt eine Bärenfalle, die ist aber auch ganz unauffällig platziert. Bitte mal entschärfen. Und nicht die Finger einzwicken. Okay, hier könnte ich wieder nach unten klettern. Ah, nö, da kann ich die Leiter runterlassen. Aha. Aha. So, dass wir ihn sicher nicht stören, wenn ich hier ein bisschen Radau mache. Wieso ist er auf einmal so ruhig?
Nö, ist eh noch da. Hui. War da was? Nö. Heuballen, da wissen wir ja schon, die können wir anzünden, wenn wir wollen. Hier nochmal Streichhölzer. Kann ich dieses Hackbeil hier nicht mitnehmen? Na, das finde ich aber kacke. Wieso legen die sowas hin, wenn ich es dann gar nicht mitnehmen kann? So, da nach unten gehe ich jetzt sicherlich noch nicht. Denn ich wette, sobald ich da nach unten gehe, dann reißt sich der Penner von den Ketten los und attackiert mich. Und das will ich zumindest jetzt noch vermeiden. Auch wenn er mir wahnsinnigst auf den Sack geht. Das muss man ihn ja mal lassen. So, bin ich hier jetzt? War ich hier nicht schon mal? Tatsache, hier war ich schon mal. Jetzt sind wir wieder hier? What? Das will ich aber ehrlich gesagt nicht. Hier habe ich mir ja schon alles angeguckt. Gehen wir wieder zurück. Gab es da noch eine Tür? Darauf habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Hier sind die Heuballen und das war's. Okay. So, dann vertschüss ich mich mal wieder. Und lass dich mal wieder alleine brüllen. So, jetzt weiß ich aber zumindest mal, wo der Penner ist. Nicht, dass ich ihn aus Versehen irgendwie aktiviere. Würde ich sagen, gucken wir mal darüber auf die andere Seite. Ja, ja. Sehen tue ich hier zumindest mal niemanden. Was ist denn das? Ach, eine Ziege. Das hört er sich jetzt irgendwie anders an. Oh, Fuß. Und wenn der Begriff Us nichts sagen sollte, der muss sich mal die Turtles angucken. Nicht unbedingt den neuen Film, aber generell Turtles. Die Ninja Mutant Ninja Turtles. Die Uha, Bärenfalle. Ich höre jemanden. Da ist eine Tür. Da liegt auch einer. Den fackeln wir mal lieber ab. Und der schreit auch noch. War also gut, dass wir den abgefackelt haben. Ist meine Flasche im Arsch? Nö, die habe ich noch. Die hält ganz schön was aus. Schön, schön. Da könnte ich hochklettern. Moment mal, wo bin ich vorhin gegangen? Ja, da hinten die Treppen hoch. Okay. Da werden auch noch ein paar Kisten, aber wollen wir mal einen Blick um die Ecke riskieren. Scheiße, ich brauche Deckung. Der Penner schießt auf mich. Was für ein Sackgesicht. Was für ein Sackgesicht. Da muss ich mir erst recht irgendwo einen anderen Weg rübersuchen. Nee. So, hier bin ich ja weit genug weg. Ja. So, dann kann das aber nur irgendwie hier durch sein. Shit. Gefällt mir nicht. Aber wir müssen es wohl versuchen. Ah, vorher gucke ich mal, sichere Entfernung. Kann ich hier überhaupt durch? Auf der anderen Seite? Ich meine, hier ist er. Oder war hier eine Tür? Nee. Gott, ich bin zu verwirrt in dem Spiel. Da kann ich aber nicht durch auf der anderen Seite. Naja. Mal abgesehen von dem Fenster da hinten. Kann ich das einwerfen?
Das geht. So, dann kann ich mir hier noch ein Streichhölzchen mitnehmen. Danke. Ja, dann versuchen wir halt mal, ohne dass wir den Typen hier aufscheuchen. Da wäre auch noch eine Tür. So, soll ich jetzt durchs Fenster? Ich glaube, durch das Fenster kann ich gar nicht mal. Na, dann bleiben wir einfach mal ganz gechillt. Die Bombe kann mich mal. Okay, scheint ja gut funktioniert zu haben. Oh, eine Kiste. Wappen. Shit, ey. Genau reingelaufen. Okay, es verschwindet sie. Ich dachte, ich könnte sie noch entschärfen, aber... Ach. Halten, um zu öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Und da ist eine Falle drin. Entschärft. Sehr schön. Meins, meins. Und Pfeile kann ich nicht mitnehmen. Kacke. Da ist nix. Da auch nichts. Wunderbärchen. So, das Feuer hier kann ich jetzt mal nicht mitnehmen. Nein. Schade. Ich dachte, da steckt vielleicht eine Fackel oder irgendwas drin. Da liegt noch einer. Da liegen noch zwei. Wow, 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 wow. Hahaha, hast du dich wieder auf die Fresse gelegt, ne? Tja, tut mir wahnsinnig leid. So, hier war aber sonst nichts. Okay, dann weitergeschlichen. Da hinten ist eine Falle gespannt. Stelle ich mir aber gerade die Frage, wo ist der Typ mit der Shotgun, der auf mich vorhin geschossen hat? Er müsste ja theoretisch hier irgendwo auf der anderen Seite des Gebäudes sein. Hier haben wir nochmal ein Fläschchen. Das nehmen wir mit, aber nicht zum Trinken. Ach ja, klar. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ist hier jemand? Nein. Gut, links ist mal alles clean. Rechts mal eher nicht so. Naja. Ja, danke. Aha. Du bist ja wohl ein ganz witziger. Stopp, stopp, stopp. So, deine Fackel ist meine. Habe ich hier irgendjemanden angelockt? Hört sich zumindest für mich danach an. Deswegen verpiss ich mich mal. Oh, hallo. Na, komm her. Komm, komm, komm. Au. So. Hey, lass doch die Tür. Mistvieh. Hm. Naja, aber das ging ja nochmal gut, muss ich sagen. So halbwegs. So, dann schleichen wir gleich mal der Bitch hier nach. Vielleicht können wir die leise ausschalten. Oh, hier geht's wieder nach draußen. Wo ist sie denn da hinten? Zumindest mal weit entfernt. Ja, will ich es riskieren? Ich will jetzt nicht unbedingt rauslaufen. Geht die zurück? Wo geht die hin? Okay, jetzt dreht sie sich wieder um. Naja. Bis die mal hier ist, habe ich ja Zeit, ey. Oh, was ist denn hier? Ein Köfferchen. Da ist noch eine Falle. Mit einer motherfucking Shotgun. Nice. So, die kommen ja hier auch gleich mal auf eine Schnellleiste. Moment, dann machen wir das hier so. Ja,
Den unteren Platz spare ich mir mal für die Armbrust, wann auch immer die kommt. Ah, die Falle lassen wir mal. Oder ich versuche mal was. Vielleicht wird die angelockt. Na komm schon, lauf hier durch die Tür. Dann siehst du mich und dann läufst du genau in die Falle. Oder auch nicht. So wäre zumindest mal mein Plan gewesen, aber der Plan scheint nicht aufzugehen. Bitch. Wo ist sie denn da hinten? Naja. Dann lassen wir sie mal und begeben uns ins obere Stockwerk. Oh, da liegt ja noch was. Hätte ich fast übersehen. So, wir wissen ja schon, der Schalter hier löst hier die Falle aus. Da hinten ist auch noch eine. Oh, und die dreht sich um. Uiuiui. Du kommst hier jetzt aber nicht runter, oder? Nee, komm, dreh dich um. Dreh dich um. Umdrehen. Ja, geht doch. Gott, bitte dreh dich jetzt nicht um. Bitch! Motherfucker. Da liegt noch einer. So. Alles wieder cool. Oha. Nice. Qualarmbrust. Die klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Wunderbärchen. Aber wieso zur Hölle liegt das eigentlich hier einfach so in der Gegend herum? Ich dachte, das würde man irgendwie storybedingt sowieso kriegen. Naja. Er reint, um ausgewählte Bolzen herzustellen. Na gut, ich habe nur die einen. Ups. Momentchen mal. Geht nicht mehr, bin ich voll. Ach ja, stimmt, ich kann nur zwei, glaube ich, maximal tragen, was totaler Beschiss ist. Wer klopft hier an? Um diese Uhrzeit, da schlafen normale Menschen doch. Oh, Bolzen. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Klingt doch wunderbar. Wieder ein paar Streichhölzer, finde ich auch nicht schlecht. Draußen steht einer. Oh oh. Ach, das ist der Typ. Wie sich das Blatt wenden kann, hä? So, der Typ ist down. Wieso gibst du mir keine Shotgun-Munition? Ach, das ist doch. Da unten läuft die herum. Kann ich mich da runter begeben, ohne dass die das mitkriegt? Sieht zumindest mal gut aus. Komm her, komm. Ja. Für einen kurzen Moment lang dachte ich mir, die würde sich jetzt wirklich so im bescheuersten Moment wieder umdrehen. Oh! Dich habe ich mal übersehen. Hui! Der steht nochmal auf? Nö, nö, nö. Ja, und er packt gleich die nächste aus. Du willst mich ja verarschen. So, hier bitte. Danke. Moment mal, jetzt habe ich ja einen geladen. Dann sollte ich ja theoretisch... Genau, einen noch herstellen können. So. So, damit ist hier mal alles clean. Und ich glaube zumindest, dass der Typ nicht mehr aufsteht. Hoffe ich mal.
hoffe mal, die Armbrust macht ihren Job. So, dann kann ich mich jetzt aber hier noch um die Falle kümmern. Beinahe stellt sich mir die Frage, wo geht die Tür hin? Ich hätte vorhin nämlich gedacht, dass die Tür hier nach draußen geht, aber dem ist anscheinend nicht so. Wieso habe ich die ganze Zeit schon wieder die... Deswegen bemerken die mich die ganze Zeit. Weil die beschissene Laterne noch immer am Brennen war. Mein Gott, ey. Was steht da? He's watching, we can't leave. Ja, das werde ich euch schon zeigen, wer hier nicht verschwinden kann. So, dann ist hier jetzt mal eigentlich, glaube ich, mal alles clean. Kann ich hier das Tor aufmachen? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Natürlich eine Kettensäge. Und wo bekommen wir die nur her? Ich habe keine Ahnung. Echt, Leute. Oh, eine Fackel. Meins. Ich höre jemanden. Ach, das wird ja da oben sein. Das wird wohl der da oben sein. Na, gucken wir mal, ob wir den Doktor finden. Hier hat jedenfalls schon jemand gute Arbeit an der Tür geleistet. Oh, da ist ein Schalter. Ach, das sind Flaschen. Hey, komm her. Aber was ich ehrlich gesagt total bescheuert finde, dass die Fackel nach einem Schlag vorbei ist. Das finde ich nicht gut. Wieso? Ich meine, ich brauche sie nur aufheben, da ins Feuer halten und das Teil brennt wieder. Beschiss, kann ich da nur sagen. Ach, da steht einer. Ich hoffe mal, der wird sich nicht umdrehen. Mach's gut. Und da ging noch einer am Fenster vorbei. Könnte mir theoretisch... Momentchen mal. Frischen wir uns mal auf. Dann ist das hier nicht unbedingt verschwendet. So, dann bin ich auch schon wieder voll ausgestattet mit Spritzen. So, dann muss ich jetzt nur noch irgendwie den Typen hier ausschalten. Also komm schon. Du wirst dich doch sicher vor der Tür noch umdrehen, hä? Na mach, du willst es doch. Na geht doch. So, nice. Frage ist, was ist das jetzt mit all den Zombies? Mal abgesehen von den Typen in der Scheune da hinten. Sonst wüsste ich von niemandem mehr und das Dorf ist sauber. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst. Ach, da ist er. Oh, meine Fresse. Bitte, die Zeit drängt. Ich dachte, da kommen Gegner. Wir müssen unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Okay. Das ist irgendein Audiolog. Her damit. Erste Hilfe Koffer. Stellt deinen gesunden großen Umfang wieder her, allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöht mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Nice.
Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Okay, das wird anscheinend immer leiser, je weiter ich mich wegbegebe. Das ist nicht gut. Bevor er vergeht. Ja, und es ist auch schon vorbei. Okay, ich dachte, das läuft jetzt einfach so schön im Hintergrund weiter und kann mir das anhören, aber nie. Anscheinend nicht. So, jetzt probieren wir nochmal, was geht denn hier? Ah! Wird sicherlich auch irgendwann mal hilfreich werden. Ach nö, da unten muss unbedingt noch einer herumlaufen. Motherfucker, ey. Den Penner holen wir uns jetzt aber noch. Wo ist er denn? Da hinten steht er. Da sind sogar zwei, Alter. Jetzt. Einmal, wisst ihr was? Kommt her. Und plopp. Oh. What the fuck ist jetzt passiert? Da hat, glaube ich, gerade einen Abgang gemacht, hä? Alter Schwede, hat der mich erschrocken. Ach du Bitch, ey. Wo läuft die denn hin? Ja, jetzt bleib doch mal stehen. Na, es geht doch, ey. So. Hat sich irgendwas gedroppt? Natürlich nicht. Dann. Bitte nochmal einen Bolzen, danke. Wobei, ich habe hier ja einen Dingsbums auch verbraucht. Voll. Naja, egal. Egal, lassen wir es derweil so. Werde hoffentlich nicht unbedingt noch den einen Bolzen mehr benötigen. Ich hoffe mal nicht, dass ich in so eine Situation komme. Sonst könnten wir eigentlich noch da oben hochgucken. So, jetzt sollte theoretisch ja mal alles clean sein. Auch mit dem einen Typen, der hier einen Abgang gemacht hat. Meine Fresse, ey. Sag mal, wo kam denn der? Ist der von da oben runter? Gott, ey. Ach, na, ist ja auch eine ganz kurze Leiter. Was ist denn das? Blendbolzen. Was es nicht alles gibt, ey. Hui, 1000, nice. So, und was ist das hier oben? Gibt's noch einen Ausblick? Oh, da habe ich was übersehen. Oh je, da muss ich nochmal zurück. Aber gut. Ich würde mal sagen, ich kletter hier die Leiter. Da ist eine Statue. Nochmal hoch. Treffe ich die von hier? Ja, tue ich. Sehr schön, dann gibt es ja auch noch einen Schlüssel. Und so, ich hole mir dann noch den Kram da unten, hole mir den Schlüssel. Und was dann in der nächsten Episode passiert, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Ja. Ja. Und bis dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.